Hallo Freunde, Bäumler grillt heute Pizzatorte. Das ist mal eine großartige Idee. Eine Torte aus einer Pizza machen und so sieht's aus, der Geburtstagskuchen des Glücks. Und was brauchen wir dafür? Natürlich Pizzateig und er ist ziemlich schnell gemacht. Wir brauchen Mehl, wir brauchen Wasser, wir brauchen Zucker, wir brauchen Öl und Hefe. Und hau rein. So, Maschinchen rührt und rührt und rührt. 10 Minuten. Danach lassen wir den Teig ruhen. Für ungefähr eine halbe Stunde. Und derzeit nehmen wir mal Chilibohnen, Currybohnen und dann noch einen Schuss Erbsen. Machen das schön warm, verrühren das gut und lassen das ein bisschen köcheln. Und dann nehmen wir uns ein anderes Schälchen und da hauen wir ein paar Tortilla-Chips rein. Geschmacksrichtung nach eurem Wunsch. Und die hacken wir mit unseren Fäustchen ein bisschen klein, damit es schön bröselig wird. Und dann ab damit zu den Hülsenfrüchten. Genau, einfach rein. So, unser Teig ist wahrscheinlich schon gegangen. Ja, genau, 2/3 davon nehmen wir. Schauen uns den mal an hier, drehen den mal um, machen schön mehlig, nehmen eine gefettete Kuchenform und drücken den mal schön platt. Und dann machen wir auch nochmal den Rand hier, ein bisschen dicker, denn der muss ganz schön was aushalten. Und dann, wenn wir so eine Teigschüssel haben, dann hauen wir unsere Hülsenfrüchte rein. Ja genau, schön verstreichen, so ungefähr, ja, jede Menge rein damit, das schmeckt gut. Und dann, wenn wir ungefähr auf der Hälfte sind, dann hauen wir nochmal ein bisschen Creme Fraiche rein, einfach oben drauf, verteilen das schön, damit es so weiße Wölkchen gibt. Sehr gut. Und dann machen wir eine Schicht rein und zwar einen Tortilla-Fladen oder Tortilla-Wrap, ne? Und dann nochmal dasselbe. Zack, Kleckschen, Zeitsprung, so sieht's aus mit der zweiten Schicht. Und dann nehmen wir den Rest vom Teig und machen daraus einen schönen Deckel. Genau so an der Seite festdrücken, Schüsschen Öl drauf und dieses Öl, das verteilen wir dann, ja, damit es ganz auf den Deckel geht. Und dann haben wir nochmal ein bisschen Käse drauf, den Käse kann man nie zu wenig haben. Und dann noch ein paar Chips von denen, die wir noch übrig haben. Das macht einen crunchigen Eindruck. Und dann ab, raus auf den Grill, 180 Grad, 30 Minuten, Zündung. Genau, wow, da kommen die Flammen schon raus und nach einer halben Stunde sieht so aus. Der Geburtstagskuchen des Glücks, da dreht er sich. Und nochmal von der Seite, ist das nicht phänomenal? Lecker, lecker, lecker. Und so sieht er von innen aus, Freunde, absolut klasse. Das war's diese Woche von Bäumler Grillt. Ich freue mich über ein Abo, den Daumen nach oben oder aber über einen netten Kommentar. Bis dann!